Kitze 33 Jahre, Wimola 37. Größe hat Wimola mit 1,83, 3 cm Vorteil. Die Gewichtslimits sind gleich. Kämpfe ähnlich viele für beide Kämpfer. Bei den Buchmachern ist Wimola der Favorit. Vamos! Es kann losgehen. Die ganze Halle steht. Wahnsinn. Das ist einfach der helle Wahnsinn. And now, it's time for the last fight of the night. This one in Czech and Slovak Republic were waiting for this moment 5 long years. And that's why I will announce this fight, maybe for the very last time in our Czech language, because you have to understand, guys, that these fans deserve this. Dámy a pánové, možná vůbec naposledy v historii OKTAGONu tenhle ten zápas, na který jste čekali 5 let, si ohlásíme společně v našem českém jazyce, protože vy si to zasloužíte, stejně tak jako oba muži. Čekali jsme na to 5 let a dnes je to tady. OKTAGON je vaše organizace, vy jste ji postavili a společně s těmito dvěma muži dnes zažijeme něco, co zůstane v nás. Dámy a pánové, toto je poslední zápas dnešního večera, který vám přinášíme společně se skupinou 7, druhým největším výrobcem energie v České republice. Rozhodčí na bodech jsou Klemens Werner, Gregor Štěpaník a také Vojtěch Novák. A v momentě, kdy začne akce, bude šéfem v kleci Gerd Richter. A nyní toto je zápas o titul šampiona střední váhy organizace OKTAGON MMA. Zápas, na který jsme všichni společně hodně dlouho čekali. A proto všichni společně jedeme! Představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 37 let, 183 cm, 83,7 kg na váze. Reinders MMA a London Shoot Fighters. Trenéři v jeho rohu jsou Andrej Reinders, Paul Ivens a Eldar Rafigájev. Jeho profesionální skóre je 40 zápasů, 34 vítězství, 27 ukončení před limitem a pouze 6 porážek. V rámci Neruda Cupu nastupuje za tým Goldfingers. Šampion polotěžké váhy OKTAGONu, bojující za Českou republiku, Carlos eine Kulisse hier. V červeném, 33 let, 180 cm, 83,8 kg. Reprezentující All Sport Academy, trenérem. V jeho rohu jsou Dušan Macák, David Dvořák a Petr Schlegel. Má na svém kontě 37 zápasů, 26 vítězství, 19 ukončení před limitem, jeden zápas no contest a 10 porážek. V Neruda Cupu reprezentuje skupinu 7. Neoddiskutovatelný šampion střední váhy OKTAGON MMA, bojující za Českou republiku, Patrik Inspektor. Zeit für das Main Event des heutigen Abends. Patrik Kinzel. This is the main event. You know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. God bless and keep it real. Referee Gerd Richter mit den letzten Instruktionen. Auf geht's, Kampfsportfreunde.
legt das Popcorn bereit, denn jetzt wird die Couch nicht mehr verlassen. Mittelgewichtschampion Kinzel gegen Halbschwergewichtschampion Vemola. Und Kinzel mit der harten Rechten. Vemola will sofort in den Clinch. Vemola sucht den Single Leg und den kriegt er erst einmal, aber Kinzel steht wieder auf. Kinzel versucht hier wieder im Stand seine Füße unter den Körper zu bekommen und wird jetzt erstmal gegen den Käfig gepresst. Es ist wirklich nicht einfach, diesen hartnäckigen Kampfstil von Carlos Vemola irgendetwas entgegenzusetzen. Aber Patrick Kinzel ist ein Kämpfer, dem man das wirklich zutraut, weil er selber quasi einen ähnlichen oder fast schon gleichen Kampfstil hat. Und Vemola versucht, Kinzel hier auszuheben. Holt sich den Rücken. Kinzel macht es gut. Kämpft hier gegen die Hände, gegen den Verschluss, den Vemola um seinen Körper versucht zuzubringen. Ja, Vemola kommt aus dem griechisch-römischen Ring. Da ist das natürlich sein täglich Brot gewesen, den Oberkörper des Gegners zu bearbeiten. Aber jetzt geht er hier mit einem Arm unter dem Bein drunter, versucht hier nochmal den Single Leg, aber er hat den Griff vom Beinangriff wieder gelöst. Kinzel hat sich gut rausgedreht. Hat jetzt wieder seinen Rücken am Käfig. Over-Under-Position. Und hat jetzt vor allem Vemola so ein kleines bisschen auf Abstand gedrückt. Vemola versucht es mit dem Knie über die Außenbahn, aber trifft nicht richtig. Jetzt könnte Kinzel vielleicht aus dem Clinch rauskommen. Und Vemola will wieder runter zum Bein. Vemola weiß, er muss diesen Kampf hier auf die Matte verlagern. Im Stand hat Kinzel mit seinen Händen die besseren Karten. Ja, so ist es. Und jetzt wird es noch mal richtig laut hier in der O2 Arena. Die tschechischen Fans, die Patrick Kinzel anfeuern, die werden hier jetzt gerade noch mal richtig aufdrehen. Vemola macht Druck. Schöne Head Control mit seiner Stirn unter dem Kinn des Gegners. Aber Kinzel sieht immer noch entspannt und relaxed aus, auch wenn er hier jetzt gerade so unter Druck gesetzt wird. Kommt mal mit einem fragenden Blick in seine Ecke, in die Richtung seiner Coaches. Also zwei absolute Elite-Ringer, die wir hier sehen. Und dementsprechend sieht der Kampf natürlich auch aus. Vemola hat wieder den Underhook auf der linken Seite und versucht von hier auch wieder in das Bein reinzugreifen. Ist aber schwierig für ihn, da runterzukommen, weil Kinzel seinen Arm dazwischen hat. Jetzt hat er es aber geschafft, drunter durchzutauchen, wird aber direkt wieder hochgezogen von Patrick Kinzel. Jetzt hat er die Arme hinter Bein geschlossen. Der Takedown sitzt fürs Erste, aber Kinzel kommt wieder hoch und er löst den Griff wieder. Dreht sich mit dem Rücken zu seinem Gegner. Er arbeitet am Kimura, aber gerade wieder losgelassen. Pläne verworfen. Noch eine Minute und 15 Sekunden hier in dieser ersten Runde. Vemola arbeitet. Kurze Ellbogen von Patrick Kinzel. Das ist natürlich auch irre, was für eine Kondition Vemola haben muss. Denn es ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er genau das hier fünf Runden lang durchzieht, wenn ihm der Sinn danach steht. Da wird dann die Frage sein, inwieweit hat ihn dieser krasse Weight Cut müde gemacht oder beeinflusst? Kann er wirklich fünf Runden, weil es ist ein Titelkampf, kann er wirklich fünf Runden dieses Tempo gehen und diesen Druck aufbauen? Und Kinzel signalisiert dem Ref, hey, was soll das? Ich will kämpfen, ich will nicht hier irgendwie am Käfig schmusen. Aber bisher macht Vemola genug Druck, um dann nicht zurück in die Mitte beordert zu werden.
Ja, das ist einfach der Stil von Carlos Hermola, beziehungsweise jeden anderen Gegner hätte er wahrscheinlich schon fünfmal auf die Matte befördert, aber es ist einfach diese enorm starke Takedown-Defense von Patrick Kitzel, die genau das verhindert. Normalerweise wirft Hermola seine Gegner durch den Cage, wie er gerade lustig ist. Aber ringertechnisch sind sich die beiden absolut ebenbürtig. Ja, Patrick Kitzel konnte gut die Takedowns verteidigen, aber konnte offensiv bis auf die ersten ein, zwei Schläge, die er anbringen konnte, nicht viele Akzente setzen. Hermola hat auch offensiv nicht wahnsinnig Wirkungstreffer gelandet, aber immerhin den Druck gemacht. Hier sehen wir noch mal den Takedown-Versuch. Kitzel fast auf der Matte mit dem Hintern, dreht sich dann aber gerade noch mal um, gibt den Rücken auf, findet den Käfig und stabilisiert seine Position. Dann Hermola am Takedown versuchen. Kitzel verteidigt, kommt wieder zurück in den Stand. Und so ging es eigentlich die ganze erste Runde. Tja. Und jetzt die Frage, was passiert in der zweiten Runde? Hier fliegen gerade noch Eiswürfel aus dem Cage. Und unser Mann, der hier mit Leib und Seele alles gibt, um den Ring sauber zu machen, wird gerade auch wieder von den Fans beklatscht. Und weiter geht's, feuerfrei für die zweite Runde. Kitzel bleibt in seiner Ecke stehen und sagt, komm doch, was ist los mit dir? Sehr interessanter Schachzug. Und genau darauf lässt sich Hermola ein. Er nimmt das Geschenk dankend an. Alles klar, wenn ich dich gegen den Käfig drücken darf, ohne dass ich dafür was machen muss, ja, dann mache ich das. Und Hermola macht sich damit aber gerade sehr unbeliebt bei den Fans. Jetzt hier der Versuch, diesen Takedown zu kontern von Patrick Kitzel, indem er so einen Shoulder Lock, Neck Crank ansetzt. Wird jetzt aber zum ersten Mal in dieser Runde auf die Matte runtergebracht. Gleiche Position wie in der ersten Runde. Hermola arbeitet für den Bodylock, droppt immer wieder runter zu den Beinen und Kitzel verteidigt alles, was ihm da entgegengeworfen wird, schafft es aber nicht, den Kampf selbst offensiv zu gestalten. Kitzel sagt hier gerade zum Referee Gerd Richter, da waren ein paar Tieftreffer dabei, signalisiert ihm hier, dass da irgendwas nicht stimmt. Und Hermola schlägt währenddessen munter weiter. Ja, aber Hermola kriegt Kitzel nicht auf den Boden. Das heißt, er kann hier nicht ewig weitermachen und Kitzel einfach in die Ecke kleben. Da muss schon noch was kommen. So, Kitzel arbeitet für den Underhook. Wenn er den richtig bekommen würde, könnte er ihn nutzen, um die Situation zu drehen und Hermola gegen den Käfig zu stellen. Schöne Ellbogen. Jetzt hat Hermola den Single Leg, aber Kitzel zieht das Schienbein raus und damit ist die Gefahr erstmal wieder gebannt. Und den Single Leg hat er sich hart erkauft. Musste da drei, vier kurze Ellbogen zur Seite des Kopfs einstecken, völlig ungeschützt. Und die tun weh. Ja. Hermola drückt ihn immer gegen den Käfig. 37 Schläge für Kitzel, 38 Schläge für Hermola. Also Hermola hat so einen krassen Vorwärtsdruck. Man könnte gerade meinen, der hält irgendwie nebenberuflich Güterzüge auf, indem er sich einfach nur aufs Gleis stellt und genau das tut, was er hier jetzt auch gegen Patrick Kitzel macht. Aber Kitzel verteidigt es immer geschickt. Ja. Er lässt sich da gar nicht auf den Rücken bringen, sondern dreht sich gleich, dreht seinem Gegner den Rücken zu und kommt so wieder auf die Beine und findet den Käfig.
Nemola mit dem erneuten Versuch, den Kampf runterzubringen. Nemola macht weiter, aber ihm gehen jetzt die Ideen aus. Auch Gerd Richter hat es genug gesehen und dann sind wir wieder im Stand. Beide haben einen Underhook und Nemola taucht nochmal ab und versucht mit dem Takedown. Immer wenn er da runterkommt, muss er Ellbogen einstecken. Jetzt hat er den Takedown. Oh, und da geht es sogar noch weiter. Zum ersten Mal wirklich runtergebracht. Wow. Und muss auch gleich zwei, drei harte Hände einstecken. Und die Halle kocht, das ist unfassbar. Das ist ja wirklich unfassbar. Die erste wirklich gute Aktion für Carlos Nemola, der Kinzel hier ausgehoben hat und dann zwei, drei Schläge anbringen konnte. Kurzer Shot vom Referee. Der Ref signalisiert, da waren Tiefschläge dabei. Ah, okay. Gibt Patrick Kinzel kurz Zeit, sich zu erholen. Schauen wir es uns noch mal im Replay an. Ja, da sind definitiv ein paar Treffer in die Kronjuwelen dabei. Kinzel schüttelt nur den Kopf. Und weiter geht's. Jetzt hat Kinzel vielleicht die Möglichkeit, sich dafür zu revanchieren. Nemola versucht wieder, die Distanz zu verkürzen. Er arbeitet wieder in den Clinch rein und da hat er die Position, die er haben möchte. Ja, Kinzel müsste sich da besser rückwärts bewegen, im Rückwärtsgang schlagen, ja, um eben genau diese Clinch-Situation, die Nemola will, zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Ja, oder er könnte versuchen, seitlich rauszugehen, auch wenn das natürlich gegen jemanden wie Nemola schwer ist, der so krass, so schnell Offensivdruck macht. Aber man sieht auf der linken Seite von Nemola deutliche Spuren schon von diesem kurzen Ellbogen. Und die letzten 5 Sekunden der zweiten Runde laufen. Und direkt im Hintergrund sehen wir Attila Weg, der letzte Mann, der Carlos Nemola gestoppt hat. Und auch das war ein Event hier in der Prager O2 Arena von biblischem Ausmaß. Und dafür ist auch schon ein Rückkampf angesetzt. Die beiden sollen im Herbst wieder aufeinandertreffen und auch dort soll es einen Rückkampf geben. Letztes Mal ist Carlos Nemola von Attila Weg in der ersten Runde durch K.O. gestoppt worden. Seine Karriere ist dadurch wirklich einmal durchgerüttelt worden, aber er hat sich seither nicht aufhalten lassen. Und ja, wie wir hier sehen, sitzt Attila Weg im Hintergrund und schaut sich ganz genau an, was Carlos Nemola hier bringt. Hier sehen wir die Aktion der zweiten Runde. Nemola mit dem Druck gegen den Käfig. Kinzel mit den kurzen Ellbogen auf die Seite, auf die Schläfe, auf die Backe von Nemola. Dann Nemola mit dem Takedown, hebt Kinzel aus, bringt ihn auf die Matte, kann ihn dort aber nur kurz kontrollieren. Landet aber immerhin in dieser Transition von unten nach oben. Ein, zwei harte Treffer. Und jetzt ist es wieder ziemlich ausgeglichen, was die Buchmacher sagen, wer diesen Kampf gewinnen wird. Gerd Richter, der dritte Mann im Cage, gibt die Runde frei. Dritte Runde, Entschuldigung. Von 5. Und jetzt bewegt sich Kinzel ein bisschen mehr. Trifft Nemola im Rückwärtsgang, ist aber schon wieder am Käfig gestellt. Macht es gut, hat hier die Hand unter dem Hals von Nemola und trifft immer wieder mit dem kurzen Ellbogen. Hat damit auch schon einen kleinen Cut bei Carlos Nemola geöffnet. Oh, Nemola hat jetzt hier wieder die Kontrolle um die Hüfte. Kinzel muss aufpassen, dass er hier jetzt nicht geworfen wird. Aber Hand ist wieder rausgebrochen, also freigebrochen. Ganz breiter Stand, verhindert so, dass die Hände geschlossen werden.
Also hervorragende defensive Ringerskills von Kinzel. Jetzt wird es aber trotzdem noch mal grenzwertig. Wimola hat sich den Fuß geschnappt und jetzt den Rücken erarbeitet. Kann die Position, aber wieder nicht sicher. Wow. Und Patrick Kinzel drückt die Hände von Carlos Wimola runter, zwingt ihn dazu, die Hände zu öffnen. Und sie befinden sich wieder in der bekannten Position. Schönes Knie von Patrick Kinzel. Ja, der Clinch ist ein richtig mächtiges Werkzeug, was Kinzel hier jetzt gerade verwendet. Und diese Kniestöße haben gerade schon mal gut Power dahinter gehabt. Ja, wir sehen, dass beide Kämpfer jetzt mehr offensive Akzente setzen. Wimola hat den Kampf schon einmal runterbringen können, jetzt die Runde. Kinzel hat schon zwei, drei schöne Knie gebracht. Arbeitet aber auch weiterhin gut mit diesen kurzen Ellbogen. 67 Schläge für Kinzel. 57 oder 58 für Wimola. Es ist Wahnsinn, dass Wimola unablässig an dieser Taktik festhält, bis er diesen Takedown auf Gedeih und Verderb bekommt. Er lässt nicht nach. Für ihn gibt es keinen Plan B. Er ist entweder Güterzug vorwärts oder er geht schlafen. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nichts für ihn. Ja, das ist sowohl seine Stärke als auch seine Schwäche. Er hat eben diesen einen extrem starken Kampfstil, den er durchsetzen kann. Aber wenn der nicht funktioniert, wird es schwieriger für ihn. Und bisher drückt er Kinzel zwar an den Käfig, aber Kinzel landet mehr Treffer und landet mehr signifikante Treffer. Ja, so ist es. Also auch selbst diese kurzen Schläge, von denen man meinen würde, dass da gar keine Schlagwirkung dahinter ist, haben jetzt schon, dadurch, dass sie mit der Innenhand getroffen haben, die ersten Cuts im Gesicht von Wimola geöffnet. Und jetzt ist er wieder frei, aber da kommt direkt wieder, der Clinch von Wimola. Ja, kurzzeitig sah es aus, als könnte Kinzel mal die Situation öffnen, lösen. Aber Wimola stürmt direkt wieder zurück an den Mann dran. Lässt ihm keinen Platz, weil er ganz genau weiß, je mehr Distanz zwischen ihm und Kinzel ist, desto gefährlicher wird's. Ja. Aber er arbeitet wirklich die gesamte Runde für einen einzigen Takedown. Das ist schierer Wahnsinn. Also jeder andere Kämpfer würde sich dabei wahrscheinlich krafttechnisch so verausgaben, dass spätestens in der vierten Runde keine Kraft mehr dafür da ist. Aber jetzt ist das Experiment geglückt. Aber Kinzel steht auch direkt wieder auf. Ja, Kinzel ist wie ein Flummi. Kommt auf die Matte, springt sofort wieder hoch. Lässt sich gar nicht darauf ein, dass er mit dem Rücken irgendwie die Matte berühren soll. Sondern im Flug dreht er sich schon in Ringermanier auf alle Viere und kommt dann direkt wieder in den Stand zurück. Noch 30 Sekunden. Und Wimolas Gesicht sieht jetzt schon etwas ledierter aus. 20 Sekunden noch. Dann darf sich Patrick Kinzel wieder etwas einfallen lassen, was er auf diese Aktion von Wimola antwortet. Denn punktetechnisch ist es schwierig. Bislang hat ja Wimola dominiert, was hier im Ring passiert. Und auch die, sagen wir mal, die... Schönes Knie. Wow. Das gibt Ärger. Das gibt, glaube ich, noch mal richtig Ärger. Da wurden gerade zum Ende der Runde noch mal zwei, drei Nettigkeiten ausgetauscht. Schönes Knie von Patrick Kinzel, wilde Schwinger von Wimola. Da muss man super vorsichtig sein, denn wenn die Ringglocke ertönt und der Kampfrichter den Kampf stoppt, dann ist das indiskutabel und alles, was danach passiert, kann als Foul gewertet werden und auch bis zu einem Punktabzug oder Disqualifikation führen. Also da muss man als Kämpfer wirklich vorsichtig sein. Wenn wir uns jetzt die Kämpfer anschauen in der Ecke, Patrick Kinzel immer noch relativ entspannt, redet mit seinem Coach, während Wimola schon deutlich gezeichnet ist, schwer atmet, gerade eben auch so vorne rübergebeugt da saß. Also
Die Körpersprache ist jetzt relativ eindeutig für mich und zeigt, dass Patrick Kinzel im Moment der fittere von beiden ist. Es könnte natürlich auch gut sein, dass Patrick Kinzel jetzt wieder mit dem Rücken an der Wand stehen bleibt und Vemola wieder sagt, komm doch, los, versuch den Takedown zu holen, du schaffst es eh nicht. Aber es ist natürlich die Frage, ob er dadurch nicht einfach ultra viel Zeit verliert, denn die Zeit, die er damit bekommen würde, um selber Akzente zu setzen, die gibt er dann dafür ab. Und jetzt hat sich auch das Geschehnis bei den Buchmachern deutlich hier verändert. Und das, obwohl Kinzel noch nicht wirklich Schaden genommen hat. Low Kick von Vemola. Kinzel im Rückwärtsgang mit den Schlägen, aber schon wieder am Käfig gestellt. Jetzt hat er den Single Leg mal rübergerissen, aber auch hier, du hast es angesprochen, Kinzel ist wie ein Flummi, der steht immer wieder auf. Bounced förmlich da immer wieder hoch. Tja, und das hat jetzt wieder dieselbe Handschrift wie der Rest des Kampfes. Runde 4 sind wir inzwischen. Und das Bild ist immer noch das gleiche. Vemola versucht, den Gegner auf die Matte zu ringen, aus dem Clinch. Kinzel verteidigt gut, bestraft mit kurzen Ellbogen, mit Knien. Und jedes Mal, wenn er kurz die Matte berührt, springt er wie ein Flummi wieder hoch. Gute Ellbogen. Wer weiß, vielleicht erzielen die auch mal noch ordentlich Wirkung. Aber die sind halt aus einem Winkel geschlagen, wo man den Körper nicht wirklich eindrehen kann und wo man gar keine Kraft in diese Schläge oder Ellbogen mit reinlehnen könnte. Aber wir sehen auf jeden Fall an Vemolas Gesicht, dass da Wirkung hinten dran ist. Vielleicht keine K.O.-Wirkung, aber die Haut leidet auf jeden Fall. Ja. Also Vemola macht weiter wie bisher. Arbeitet die ganze Runde, klebt an Kinzel dran, um diesen verdammten Takedown zu bekommen. Und wenn es ihn Kopf und Kragen kostet, aber jetzt hat Gerd Richter mal genug gesehen. Schickt die beiden wieder in den freien Stand und weiter geht's. Jetzt muss Patrick Kinzel sich bewegen. Zirkeln. Ja. Nicht direkt wieder am Käfig sich stellen lassen. Und da haben wir es wieder. Vielleicht ist es auch die Taktik von Kinzel, diesen ganzen Druck, diese ganze Clinch-Geschichte einfach aushalten zu müssen, um Vemola ermüden zu lassen, damit er dann jetzt im späteren Verlauf des Kampfes eben die Öffnung für die Deckung für eventuelle K.O.-Treffer findet. Aber das ist natürlich riskant, denn Vemola ist wie Kleber oder wie Teer, der an einem dran haftet und nie wieder weggeht. Ja, und wenn das die Taktik ist, dann sollte er jetzt langsam anfangen, den zweiten Teil einzuleuchten. Ja. Eben, wir sind in Runde 4. Runde 4 ist fast vorbei. Und wenn man seine Körpersprache sieht und seine Gestiken, ist er nicht ganz zufrieden, wie der Kampf läuft. Liegt natürlich nicht nur an ihm. Aber er könnte natürlich auch versuchen, effizienter zu verhindern, dass er immer wieder in dieser Situation landet. Jetzt kommt der Ellbogen von unten nach oben. Da werden die ganz exotischen Sachen ausgepackt. Schöner Ellbogen dieses Mal. Vielleicht könnte Kinzel versuchen, Vemolas Kopf noch weiter runter zu drücken, um eben diese Kraft, die nach vorne gerichtet wird, von Vemola etwas abzuwenden. Ja, es ist natürlich schwierig. Vemola ist ein Experte genau in diesem Game. Ist gebaut wie so ein kleiner Bulldozer, der halt einfach in einem 45-Grad-Winkel den Gegner in den Zaun reindrückt. Ja. Da sich einfach wegzubewegen, ist natürlich viel leichter gesagt als getan.
So, und wieder hat der Referee genug gesehen. Clinch ohne Action bedeutet. Aber auch Kinzel hat nicht mehr die explosivsten Arme, so wie es aussieht. Ja. Seine Schläge kommen auch relativ langsam. Ziemlich telegrafiert. Und die letzten 10 Sekunden. Kurze Ellbogen. Da kommt das Knie nochmal von Kinzel durch die Mitte. Oh, und das Auge von Fremola sieht richtig schlimm aus. Das ist komplett zu. Meine Güte. Meine Güte. Fremola muss höllisch auf sein rechtes Auge aufpassen. Ich weiß nicht, wie Kinzel das geschafft hat. Vermutlich war es durch diese kurzen Innenhandschläge. Weil dort nämlich der Handschuh nicht gepolstert ist, da bedarf doch gar nicht mal besonders viel Kraft. Aber wenn das in die Augenhöhle schlägt, das rechte Auge von Fremola ist komplett zu. Ja, entweder waren es die Ellbogen oder die Innenhandschläge. Ja. Auf jeden Fall sehen wir den Unterschied in den Gesichtern von den beiden Kämpfern. Fremola immer noch derjenige, der mehr Druck macht. Kinzel derjenige, der besser und effektiver trifft. Vor allem aus diesen Clinch-Situationen. Hier sehen wir jetzt wieder kurze Schläge. Ja. Dann die Ellbogen. Hier der eingetretene Ellbogen von Fremola. Die fünfte und letzte Runde sehen wir jetzt. Wird hier nochmal einen anderen Kampfverlauf geben, aber es sieht nicht danach aus. Absolut nicht, nein. Fremola kickt, stürmt nach vorne, überbrückt die Distanz und will wieder genau da weitermachen, wo er aufgehört hat. Es könnte aber auch passieren, dass diese Schwellung an Fremolas Auge durch die weiteren kurzen Schläge von Kinzel dann aufplatzen. Und dass der Kampf dann letztendlich zugunsten von Kinzel durch den Arzt gestoppt wird, wenn das dann so eine krasse Blutung ist. Auch das ist noch im Rahmen des Möglichen. Also, Fremola macht jetzt zwar weiter Druck, aber es wird schon wirklich schmal jetzt. Er muss höllisch auf das Auge aufpassen. Ja, Kinzel kann jetzt vielleicht versuchen, mehr Gewicht von oben auf den Kopf zu bringen von Fremola und dann mal rauszuzirkeln, so wie er es jetzt versucht. Aber Fremola hält an seinem Griff fest. Er macht weiter wie bisher. Also es ist wirklich kurios. Und wieder hat der Referee gesagt, jetzt muss Action folgen, sonst habe ich hier genug von euch. Gerd Richter, wirklich kompetenter Mann, schaut nicht nur während den Kämpfen genau hin, sondern wertet auch seine eigene Leistung, die er hier erbringt, im Nachhinein nochmal ganz genau aus. Also der nimmt das wirklich sehr genau mit der Arbeit, die er hier verrichtet. Und hier ist der kurze Stopp und... Und jetzt wird der Arzt in den Ring geholt, um das Auge zu untersuchen. Wow. Ah nein, es wird nur der Boden gewischt. Okay. Wahnsinn. Das Gesicht von Fremola sieht wirklich schlimm aus. Also ich nehme mal an, über sein rechtes Auge sieht er nichts mehr. Über sein linkes Auge vielleicht noch ein bisschen was. Das heißt, er hat eigentlich ohnehin keine andere Wahl, als diesen Kampf so weiterzumachen wie bisher. Denn wenn er kommt, fast schon blind ist, muss er seinen Gegner einfach kontrollieren und an den Cage drücken. Denn da ist keine Zeit mehr oder nicht mehr die visuelle Fähigkeit, um dann noch Striking-Attacken im Stamm auszutauschen. Das wäre viel zu riskant für ihn. Jetzt ist mal der Platz da, den Patrick Kinzel nutzen könnte, um eigene Attacken im Stand zu setzen. Die Ecke von Fremola schreit und will ihn wieder in den Clinch bewegen.
Die wollen nicht, dass er da außen steht. Die Führhand von Kinzel trifft, aber auch der Haken von Wemola. Jetzt trifft der Takedown. Jetzt trifft der Takedown. Aber Kinzel kommt aber wieder hoch. Kinzel schlüpft da raus und ist sofort wieder auf den Beinen. Aber auch jeder Takedown gibt Punkte für Carlos Wemola. Wemola weiter am Arbeiten. Will den nächsten Takedown für sein Punktekonto. Hat die Hand am Fußgelenk, will das Fußgelenk rausziehen. Wow. Jetzt geht es nochmal richtig ans Eingemachte. Er holt jetzt nochmal, beide mobilisieren jetzt nochmal die letzten Kräfte. Für Wemola ist es echt fies, wenn sein Gesicht schon so ramponiert ist. Unfassbar, dass der noch in diesem Kampf ist. Blind wie ein Maulwurf. Und jetzt schön. Das Knie trifft. Das Knie von Kinzel trifft. Wow. Wemola ist angeschlagen. Kinzel hat den Platz, den er braucht, um zu schlagen und Knie zu bringen. Kinzel schaut auf die Uhr. Er weiß, er hat nur noch eine Minute. Das wird eine richtig enge Kiste. Wemola war kurz am Wackeln, musste zwei, drei Knie nehmen, zwei, drei Hände, hat aber jetzt schon wieder die Kontrolle über Kinzel zurückerarbeitet. Unfassbar. Es ist wirklich nicht einfach, gegen Carlos Wemola zu kämpfen. Das ist einfach Fakt. Aber Kinzel rennt jetzt hier wirklich die Zeit davon. Noch 20 Sekunden in der letzten Runde. Und Wemola wird einen Teufel tun und dieses Bein hier irgendwie loslassen. Ganz sicher nicht. Die letzten 10 Sekunden laufen noch. Vielleicht gelingt noch mal ein Takedown. Meine Güte. Meine Güte. Und die zwei haben sich immer noch nicht angefreundet. Jetzt Was? Haben sie 25 Minuten so eng umschlungen verbracht. Aber Freunde sind sie immer noch nicht. Wow. Was geht denn bitte hier in dieser Halle? Was geht denn bitte hier in dieser Halle? Wow. Und wie wird jetzt dieser Kampf gewertet? Ganz, ganz schwierige Kiste. Also nach Ringerregeln hätte Carlos Wemola gewonnen. Mehr ja. Takedowns. Nach Boxregeln oder Standregeln Kinzel. Mehr Schläge, die er getroffen hat. Was passiert im MMA? Darauf gibt es gleich die Antwort, wenn das offizielle Punktrichterurteil hier ist. Aber Fakt ist auf jeden Fall mal, ich habe wenige Duelle gesehen, wo die Fans so krass emotional sind. Und es gibt hier mehrere Lager, die ihren Liebling vorne sehen. Hier sehen wir noch mal die Geschichte des Kampfes. Wemola versucht, den Takedown zu erzwingen. Bringt Kinzel hin und wieder runter. Der kommt zurück in den Stand. Die Kniestöße, also die hat Kinzel wirklich gut reingebracht. Hier sehen wir die letzte Runde noch mal. Wemola in der Doppeldeckung, bewegt sich nach vorne, blind. Wird getroffen, aber geht nicht K.O. Blind wie ein Maulwurf. Und hier sehen wir noch mal die... Ja, wenn man nach der Statistik geht, relativiert sich das alles wieder. Die Statistik sieht deutlich zugunsten von Patrick Kinzel aus. Ja. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, da ist die Octagon Control nicht mit drin. Exakt. Da sind diese halben Takedowns nicht mit drin. Jetzt bin ich aber mal richtig gespannt, was unsere Punktrichter über diesen Kampf sagen.
und wie die Schlussworte der beiden Fighter ausfallen. Let's see how judges score this fight. 49-46, 50-45 and 50-45, all for the winner. And still, Patrick, yeah. Patrick Kinzel. Wow. Patrick Kinzel bleibt Champion im Mittelgewicht. Wow. Er war zwar die ganze Zeit gegen den Käfig gedrückt, konnte aber durch diese kurzen Ellbogen, diese kleinen Schläge, diese Kniestöße genug signifikante Treffer landen, um den Kampf zu seinen Gunsten zu entscheiden.